Ah, guck mal, was wir da haben. Den können wir doch schon mal... Bam! Von den Typen muss man sich echt in Acht nehmen. Das sind nämlich diese Typen, von denen man diese Puzzleteile bekommt. Die... Ja, das kann gerade nur der olle Didi aufsammeln. Ich komme hier nicht mehr raus. Mami, ich komme hier nicht mehr raus. Nee, wir kommen hier wieder raus. Alles gut. Danke, dass ich nicht das bekommen konnte, was ich wollte. Lieb. Ich mag dich auch, Spiel. Danke fürs Mobbing. Ich habe das Gefühl, Nintendo-Spiele wollen mich immer mobben. Ach ja, die kommen ja auch wieder. Wow! Was? Ich habe mich erschrocken? Nein, nein, ich doch nicht. Ich würde mich nie erschrecken bei sowas. Ach so. Das eine verbindet nur den anderen Gang. Okay. Ah. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Wirklich nicht. So kannst du ihn gar nicht. Bam, stirb. Da haben wir noch einen blauen Typen. Da kommen wir aktuell nicht hoch. Lass mich in Ruhe. Ah. So, was haben wir hier drüben noch? Ach so. Da haben wir noch eine für uns gerade nicht zerstörbare Wand. Und hier haben wir ein sehr, sehr düsteres Feld. Und riesige... Bam! Riesige Freunde. Ja, es gibt nämlich auch Orte, an denen die Musik nicht ganz so schön ist. Na, das sind dann so Momente, in denen ich mir denke, yeah, 75 Bananas. Da wir sonst hier gerade nichts machen können, außer noch da hochgehen. Aber ich glaube, hier ist oben auch nichts mehr. Kriege ich das von hier zerstört? Ich glaube ja nicht dran. Natürlich nicht. Na, jetzt komm. Ja, dankeschön. Gehen wir erstmal rein zum ollen Cranky. Hallo Cranky. Hast du was Neues für uns? Der schon wieder. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Donkey. Für nur 3 Münzen gehört er dir. Du Flöte wirst ohne ihn nichts erreichen. Also zahle lieber. Und dann dieser Trank Pavian Perplexer. Pavianus Perplexus. Ich mag das auch mit diesen Namen für die Tränke, für die lateinische Übersetzung. Finde ich sehr schön. Der Ritt auf dem feurigen Kanonenfässern kann beginnen. Finde die Platte mit deinem schäbigen Gesicht und drücke Z, um loszulegen. Drücke nochmal Z, um dich abzufeuern. Ach so. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Das mag ich auch ganz gerne. Ich erinnere mich daran. Es war fordernd, aber nicht unfair. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was wir da machen müssen. Ist eigentlich ganz cool, aber vorher noch eine andere Kleinigkeit. Wir können jetzt ein bisschen Rambo spielen. So, einmal das eingesammelt und dann... Ich will das Ding noch nicht einsammeln. Genau, jetzt können wir uns durch die Gegend ballern. Yeah! Wenn du wieder als DK spielen willst, halte Z und drücke B und drücke nach zur Seite. Halte Z und drücke B, um zur Attacke anzusetzen. Bam! Hier ist ein Schalter für DK. Bam! Da ist ein Schalter für Diddy. Boom. Da ist ein Schalter für irgendjemanden. Da auch. Bam. Jetzt haben alle Angst vor uns. Jetzt will ich nur noch das kaputt kriegen.
Ach, war das so? Boom. Und hier können wir dann nicht mehr, oder dürfen wir dann nicht mehr rein. Aber der Stein, der ist wahrscheinlich zu schwer, ne? Ja, das ist nicht unser, und nicht unser Stein. Aber egal. Hier haben wir noch was Schönes. Hallo. Eine der Bananenfeen. Das dürfen wir noch gar nicht wissen. Noch nicht jetzt. Ein andermal, Freunde. Hilfe. Erstmal haben wir hier noch Schalter zu aktivieren. Nämlich diesen hier. Bam. Da. Da ist kein Gesicht drauf. Das ist sehr irritierend. Da haben wir uns kurz gesehen. Kriegen wir es hier auch zu sehen irgendwie? Ja, okay. Da weiß ich wenigstens schon mal, von wem die sind. Bamste Bam. Das ist für unseren kleinen Diddy Kong. Bam. Weg mit dir. Bam. Schalter aktiviert und damit öffnet sich. Oh, Banana. Das Fach ganz vorne am Leveleingang. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir mal zu einem anderen Waffen wechseln. Nämlich zu... Ich gehe immer in die falsche Richtung. Das habe ich früher gemacht und das mache ich heute auch. Diddy Kong! Yeah! Nice! Hallo Diddy! Auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden. Quack! Wow, diese unfassbar endlos langen Informationen. Zack! Diddy kann das automatisch. Und da für ihn öffnet sich... Oh, Banana. Die Banane. Genau neben Funky! What? Zeitdruck, ich hasse Zeitdruck. Dum, dum. Das sollte machbar sein. Nein, nicht so. So ist es natürlich nicht machbar. Danke. Die Banane ist nur meins. Verspätet, aber es kommt. Platsch. So, wir haben jetzt für Diddy hier unten noch die ein oder andere... So muss ich schwimmen. Ich vergesse immer, ob das Z oder ob das R ist. Weil man hier so viel auf Z macht. Und ich finde das cool, dass es unter Wasser einfach... Ja, dieses Unterwassergeräusch. Jetzt schwimm doch mal, Diddy. Schwimm, mein Freund, schwimm. Wir holen die Bananen. Da hinten ist auch noch Banane. Banane in Action. So. Gut. Ha. Da wollte ich gerne. Aua! Du Arsch! Wir halten unsere erste Blaupause. Auf mysteriöse Art und Weise. Noch eine Münze vergessen? Nein, alles da. Sehr gut. Bop. Danke für deine Melone. Stirb. Hop. Ach, kann sich die auch holen? Na, das ist ja cool. Oder auch nicht. Mann. Wäre auch zu schön.
Ja. Ich hab's doch gesagt, es geht immer. Ich dreh's immer in die falsche Richtung. Das war immer so und das wird immer so sein. Yeah. Da waren wir jetzt. Da waren wir noch nicht, oder? Ich glaube, hier waren. Ah. Hier gibt's den Kumpel für Donkey. Leg dich erstmal auf den Boden, Kumpel. Da geht er down. Und da ist noch ein lila Typ. Der ist aber auch nicht für uns. Okay, und hier. Aua! Ja, die Bienen können mit Bomben werfen. Aber das sind nicht die einzigen Freunde, die hier in diesem Spiel was mit Bomben zu tun haben. Es wird wie in Zelda ein Bombenspaß. Dann könnten wir rein theoretisch schon wieder zu Didi wechseln. Und ich wüsste jetzt gerade nicht, was wir mit Donkey noch machen können. Ja. Mann. Ich muss daran denken, dass es inventiert ist. Na. Komm. Dankeschön. So, hallo lieber Funky, hast du auch noch was von deinem Didi? Wie wär's hiermit? Gib mir 3 Münzen und du kannst K-Rules Truppe mit diesem Shooter ordentlich aufmischen. Na, aber sicher doch. Peanut Pistolen. Steht dir gut, Didi? Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Ja, wir wissen's. Willst du den Shooter rausholen oder einstecken? Ja, ja, okay. Danke fürs Bescheid sagen. Das war's, Didi. Ich bastle jetzt an der nächsten großartigen Sache. Auf Wiedersehen, mein Freund. Didi fliegt immer so elegant. Das finde ich ganz schön. Ignoriert einfach diese komischen Dinger. So. Ist hier oben was? Bananen? Bananen? Keine Bananenschale. Banane! Achso, hier haben wir auch noch was. Da wird sich gleich vor unseren Augen mysteriöserweise ein Weg eröffnen. Auf mysteriöse Art und Weise. Oh, ein schlängeliger Pfad nach oben. So, vorher aber möchte ich nochmal zu unserem Freund Snighty gehen. Denn der will Blaupausen haben und wir haben jetzt 2 Blaupausen. Einmal Donkey, einmal Didi. Saubere Arbeit, Kong. Eine weitere Bananenpause. Das finde ich immer ganz cool. Die sind immer in jeder Welt anders, diese Animationen. Weil es sind so coole Sachen mit bei. Hui, klack. Und dann erhalten wir so Banana. Dong, dong, Donkey Kong. Yeah. B. Erstmal raus. Dann wechseln wir zu DK. Inventiert. Ja, gut. Bin stolz auf mich. Saubere Arbeit. Knopf gedrückt. Dann auch hier gedreht. Einmal da Luft gelassen. Zack. Und dann gibt's die nächste Banane. Dong, dong, Donkey Kong. Gewöhnt euch dran, das wird's noch öfters geben. Jetzt können wir uns mal die Blaupausen angucken. Ja. Wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Das Schöne ist, ich habe irgendwo noch herumfliegen aus von damals. Ich habe damals zusammen mit dem Spiel das offizielle Lösungsbuch bekommen. Also falls jemand nicht weiter weiß, werde ich da einfach mal reingucken. Einfach nur aus Nostalgiegründen natürlich. Und der Weg ist wieder zurückgegangen. Okay. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Dankeschön. Ach stimmt, er geht automatisch wieder zurück nach einer Zeit. Daher. Genau, da können wir noch rein. Gehe ich aber erstmal hier hoch und hol mir die Bananen. Dudelum, dudelum, dudelum. Ah, rein da. Denn hier wird es auch nochmal ziemlich interessant. Vielleicht sollte ich erst bei Cranky vorbeischauen. Bei Cranky? Wieso denn bei Cranky? Aua! Wir können gerne bei Cranky vorbeischauen, aber ich weiß. Na gut. Gehen wir zu Cranky. Der Kleine will zu Cranky, also gehen wir zu Cranky. Muss ja seinen Grund haben. Ganz praktisch, wenn man direkt davor landet. Teleport. Hallo Cranky, altes Haus. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Didi. Für nur 3 Münzen gehört er dir. Du Flöte wirst ohne ihn nicht weiterkommen, bla bla bla. Natürlich nehmen wir den. Und, Shimshu Rempler. Bewegung Berserkium. Ich erinnere mich. Nun hast du affenstarke Schultern. Halte Z gedrückt und drücke B. Ja, eigentlich zu schade für dich, Didi. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level, du alter Sack. Den kann ich euch gleich zeigen. Den Shimshum Rempler. Ich mag die Namen. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr kreativ. Ich mag es sehr. Ich weiß, dass viele Leute Banjo-Kazooie oder Banjo-Tooie mehr mögen. Weil es basiert ja auf der selben Engine. Auch die Sounds sind zum Teil sehr, sehr gleich. Aber ich bin ein riesiger Donkey Kong Country. Donkey Kong Country? Warum sag ich mal Donkey Kong Country? Es ist Donkey Kong 64. Ein riesiger Donkey Kong 64 Fan. Und ich hoffe, ihr werdet es auch. Ich hoffe, ihr werdet es auch. Und ich kann euch das Spiel ordentlich, ja, ans Herz legen. Genau, mit dem Schimmschimmrennen können wir nämlich Anlauf nehmen und dann einfach so gegenlaufen. Ist ganz praktisch. Erstens kann man damit Gegner aus dem Weg räumen. Und zweitens gibt es, ja, Schalter, die so aktiviert werden müssen. Durch Didis harten Schädel. Aua. Wir gehen erstmal hier oben natürlich gucken. Jetzt kratzt es mich. Entschuldigt. Nein. Stirb. Blödes Vieh. Komme ich da einfach so hoch? Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja. Hup. Hup. Didi. Geht das eigentlich auch mit? Nein, schade. Das war unfair. Hey, ich war drauf. Danke. Sehr schön. Und wir haben einen Weg erschaffen. Ah, oh, natürlich. Ich hasse das. Oh, Didi. Oh, mach keinen Scheiß. Kumpel. Aua. Da
Das schaffe ich bestimmt. Ganz sicher. Didi, du bist ein Held. Ein richtiger Held bist du. Ho! Huhu, geschafft. Sehr cool. Oh. Erleichterung. Und jetzt lohnt es sich tatsächlich nochmal, oben rauf zu gehen. Dass mal was auf Anhieb klappt. Wer hätte das erwartet? Beim Let's Play von mir klappt mal was auf Anhieb. So. Jetzt haben wir noch den Weg hier. Können uns ein paar Bomben holen. Bombenstimmung. Yay. Aber ich glaube, da oben war eh nichts mehr. Von daher. Nein. Ach, so knapp.